Hallo liebe Staubsaugerfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal und heute soll es mal ein kleines Video zu einem sehr interessanten und preisgünstigen Roboterstaubsauger gehen. Und zwar haben wir jetzt hier vor uns den VEC-Tidy T6 Roboterstaubsauger, den schon für einen Preis von roundabout 100 Euro auf Amazon zu kaufen gibt. Ich möchte euch diesen Roboterstaubsauger also heute mal in diesem ersten Video im Unboxing euch präsentieren. Wir werden uns zuallererst mal kurz die Verpackung anschauen, mal die technischen Daten durchgehen und dann werden wir auch hier natürlich selbstverständlich mal rausholen und uns näher anschauen. Es bleibt also wirklich sehr spannend, bleibt daher bis zum Schluss dran und dann würde ich sagen, starten auch sofort durch. Wir werden uns gleich mal kurz hier etwas näher von den Details hier angucken, aber zuvor noch eine Information. Ich werde euch den Staubsauger selbstverständlich auch hier mal unten in der Videobeschreibung mit rein verlinken. Schaut dort mal rein, klickt dort mal auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt zu Amazon zur Produktseite und könnt euch darüber nochmal in aller Ruhe informieren. Ja, der Preis roundabout 100 Euro, also auch hier wirklich ein sehr guter Preis. Auch hier ist es wirklich ein sehr gutes Einsteigermodell für all diejenigen, die sich eher nach so einem günstigeren Staubsaugerroboter umschauen wollen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir es dir mal an und gucken mal, was hier so alles mit dabei ist. Also gehen wir gleich mal kurz die Vorderseite durch. Hier oben steht nochmal der Hersteller bzw. die Marke drauf. VEC Tidy. Wir haben hier den Roboter Vacuum Cleaner T6. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz hier die ersten Details hier durch. Da steht dran, dass wir einen sehr powervollen Roboterstaubsauger haben. Der hat auch hier seitlich solche kleinen Bürsten dran, rechts und links zwei Stück. Wir können diesen Roboterstaubsauger hier auf verschiedene Arten und Weisen betreiben. Es gibt hier eine Fernbedienung mit dabei, aber auch hier eine Smartphone-App. Somit könnt ihr den Roboterstaubsauger auch selbstverständlich hier mal separat testen. Wir haben hier ein sehr kompaktes Design, der ist auch hier wirklich sehr flach, eignet sich also auch hier wirklich sehr gut, um beispielsweise unterm Bett dann zu reinigen. Wir haben hier eine sehr lange Laufzeit und automatisch zu wieder aufladen. Er kehrt also automatisch zur Ladestation zurück, sobald er leer sein sollte. Dann haben wir den Modus, der fährt praktisch hier immer solche Wellen zum Reinigen. Und wir haben hier praktisch nochmal die zwei Bürsten an der Seite. Ansonsten passt ja soweit eigentlich alles. Ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz auf die andere Seite. Hier steht nicht mehr allzu viel drauf. Wir haben hier ein CE-Kennzeichen drauf, also auch hier problemlos betreibbar im deutschen Raum. Wir gehen mal kurz hier weiter, da ist nichts mehr drauf. Wir gehen mal kurz hier hin, da ist auch nichts mehr drauf. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz die Rückseite hier durch. Es gibt auch hier eine deutsche Anleitung bzw. ein paar deutsche Punkte. Wir haben also hier einen Roboterstaubsauger mit einer Saugkraft von 1500 Pascal. Wir haben hier den T6 Staubsauger, der hier allen Anforderungen entspricht. Wir haben hier sehr viele Möglichkeiten, den Roboterstaubsauger zu betreiben und er punktet hier durch sein sehr flaches Design. Ja, soweit dazu. Jetzt würde ich mal sagen, packt man den einfach mal aus und guckt mal, was da so drin ist. Ich mache das jetzt gerade mal kurz auf für euch. Einfach hier drauf machen. So, dann kommen wir uns auch schon entgegen. Ich würde sagen, wir holen den jetzt einfach mal kurz raus, machen das mal kurz runter und gucken mal, was da so drin ist. Also, da haben wir praktisch den Roboter-Staubsauger und da gibt es auch hier gleich so eine Quick-Start-Anleitung. Ich würde sagen, die gehen wir mal kurz durch, damit ihr mal sehen könnt, was es im Grunde dazu alles zu beachten gibt. Als erstes hier natürlich die Schutzvorrichtungen entfernen. Da gibt es hier seitlich solche Schaumstoffteile und auch hier solche Folien. Da müssen wir natürlich hier erstmal diese Aufladestation richtig positionieren. Da gibt es hier Abmaße, wie man das am besten machen soll. Die sollte man auch hier direkt an die Wand dran stellen, damit praktisch hier die sich nicht mehr verschieben kann, wenn er kommt. Dann schließt man die einfach direkt hier an die Stromversorgung an und dann zum Schluss müssen wir den erstmal kurz hier aufladen. Dann gehen wir hier gleich mal weiter. Es gibt hier mehrere Funktionen. Die Reinigung starten, einfach hier auf Start drücken oder auf die Play-Taste drücken, dann startet er die Reinigung. Dann können wir auch hier den Recharge-Taste drücken, dann gibt es hier nochmal so ein Home-Symbol, wenn ihr da drauf klickt, dann wird auch automatisch zur Ladestation zurückgehen und dann gibt es hier nochmal die Fernbedienung, die zeigt nochmal alles an, was der Roboterstaubsauger so alles bietet. Also hier Recharge-Funktion, da gibt es hier Start und Pause, es gibt hier Spot Clean, also wenn er hier praktisch eine Stelle konstant reinigen soll. Es gibt hier Seduction Down, Seduction Up, also hier praktisch die Reinigungskraft. Es gibt hier Edge Clean, da wird er nochmal die Kanten reinigen. Wir haben hier Navigationstasten, also hier kann man den manuell komplett steuern und es gibt hier einen Room Clean, da reinigt er praktisch nur diesen einen Raum. Ja, dann gibt es hier noch ein paar Hinweise, wie man das praktisch hier anwenden soll. Man muss also hier darauf achten, dass keine Kabel in der Gegend rumliegen. So ist es dann praktisch richtig. Also hier könnt ihr schon sehen, so ein aufgeräumter Raum, da ist er wirklich sehr gut dazu. Und da wird hier auch darauf hingewiesen, dass im Grunde hier Vorsicht geboten ist bei Treppenstufen. Sprich, der hat hier keine automatische Fallschutzerkennung. Da müsst ihr einfach hier so eine kleine Barriere hinmachen, damit er da nicht runterfliegen kann. Ja, ansonsten gibt es hier eine App, die könnt ihr euch runterladen. Und da gibt es hier nochmal einen Kundenservice mit einer E-Mail-Adresse. Da könnt ihr euch auch selbstverständlich dran wenden. Da würde ich sagen, gucken wir uns mal kurz die Anleitung dazu an. Auch die ist nochmal hier separat verpackt. Ich hole die gerade mal kurz für euch raus. Also User Manual, wir haben hier nochmal das T6 Modell und da würde ich sagen, gehen wir das mal kurz hier durch. Es gibt hier verschiedene Sprachen, einmal hier Englisch,
aber auch in Deutsch. Oder würde ich sagen, gehen wir kurz hier auf die Seite 15 bis 16. Also hier gibt es die deutsche Anleitung und da gibt es alle erstmal kurz so ein paar Warnungen, ein paar Einschränkungen. Muss ich, glaube nicht näher darauf eingehen. Dann wird im Grunde hier nochmal beschrieben, dass man praktisch hier den Akku erstmal aufladen soll, bevor man hier startet. Denke ich mal, muss ich auch nicht weiter darauf eingehen. Es gibt praktisch den Lieferumfang, wie was wo dabei ist. Also ihr könnt schon sehen, wir haben also alles dabei, was wir praktisch hier für den ersten Start benötigen. Hier haben wir dann eine Produktbeschreibung mit dem Übersichtsschaltbild. Es gibt hier oben die Start-Pause-Taste und hier nochmal die WLAN-Kontrollanzeige. Und dann haben wir hier nochmal die Rückseite mit natürlich auch hier diesem Staubbehälter. Dann gibt es da vorne die Sensoren und an der Seite nochmal den Luftauslass. So sieht das Ganze dann von unten aus. Wir haben also praktisch hier nochmal die Rollen dran. Dann haben wir hier praktisch die eigentliche Saugeinheit und ja, dann gibt es hier nochmal die Bürsten. Hier nochmal ein paar Punkte zur Ladestation, hier nochmal zur Fernbedienung. Auch hier wird alles gut erklärt. Und dann gibt es hier nochmal die genaue Beschreibung, was zum Beispiel hier diese LED-Lichter bedeuten. Die leuchten nämlich in unterschiedlichen Farben auf. Und da könnt ihr schon sehen, wenn der Roboterstaubsauger grün leuchtet, ist er praktisch in Bereitschaft. Es gibt hier dann praktisch auch weitere Farben. Rotes Licht bedeutet zum Beispiel eine Fehlermeldung, wenn es ganz aus ist, also im Schlafzustand. Ja, soweit dazu. Dann gibt es hier nochmal ein paar Hinweise, die müsst ihr unbedingt einhalten. Dann haben wir hier nochmal den Aufstellort, wie ihr was bedienen müsst, wie die Fernbedienung praktisch hier funktioniert. Und dann war es das auch schon. Hier könnt ihr nochmal sehen, wie man das Ganze hier austauscht. Wir haben also auch die Möglichkeit, diese Bürste auszutauschen und natürlich auch hier diese seitlichen Bürsten. Das geht auch problemlos. Und dann haben wir jetzt hier nochmal die Produktdaten bzw. technischen Daten. Da könnt ihr schon sehen, wir haben jetzt Modell T6. Hier mit 28 Watt, eine Lithium-Batterie. Wir haben hier ca. 100 Minuten Laufzeit und das Ganze braucht ca. 6 Stunden zum Aufladen. Ja. So, gehen wir mal kurz hier nochmal auf die Fehlersuche durch. Müsste auch kein Thema sein. Und ist, wie gesagt, hier wirklich sehr umfangreich. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den Roboterstaubsauger nochmal ganz genau an. Wir gucken mal hier, was sonst noch dabei ist. So, also der Roboterstaubsauger, ich gehe mal kurz hier erstmal die anderen Punkte durch. Wir haben hier erstmal so ein Reinigungswerkzeug, was ich auch sehr gut finde. Damit könnt ihr den Roboterstaubsauger sehr gut reinigen. Hier kann man zum Beispiel dann die Haare entfernen, aber auch hier reinigen. Und da kann man dann ebenfalls die Haare aus dieser Bürste rausmachen, wenn sie die praktisch verfangen haben. Dann gibt es hier natürlich Batterien mit dabei. Wir haben hier eine Fernbedienung und deswegen würde ich sagen, gucken wir uns das mal kurz an, die Fernbedienung. Ich hole die gerade mal kurz so für euch raus. So sieht die Fernbedienung aus, macht auf mich einen guten Eindruck. Wir haben hier oben praktisch die Bedientasten, wirkt sehr gut, wirkt sehr hochwertig und man kann es auch hier wirklich sehr gut klicken. Ja, und da kommen praktisch die Batterien rein, das werde ich aber nachher dann nochmal hier im zweiten Teil im Praxistest euch zeigen. So, dann gucken wir nochmal, was da dabei ist. Da haben wir jetzt praktisch das Netzteil mit dabei. Also hier wäre praktisch das Netzteil für die Ladestation. Wir gehen mal kurz hier auf die technischen Daten drauf ein. Da können wir also schon sehen, wir haben hier 12 Watt Netzteil und 15 Volt bei 0,8 Ampere. Also auch hier passt eigentlich alles soweit. Und wir haben auch hier ein CE-Kennzeichen drauf, was auch hier schon mal sehr wichtig ist. So, dann würde ich sagen, holen wir den Roboterstaubsauger jetzt einfach mal kurz raus und gucken uns den mal kurz an. So kommt er daher. Ich packe ihn jetzt gerade mal für euch aus. Ich werde jetzt mal kurz hier zur Seite stellen, da werden wir jetzt hier nochmal uns kurz die anderen Sachen uns mal durchschauen, was sonst noch dabei ist. Wir haben also hier nochmal zwei Ersatzbürsten, einmal hier und einmal da. Es ist wirklich gut, dass sowas dabei ist, denn die gehen oft mal kaputt. Wir haben noch einen HEPA-Filter ebenfalls als Ersatzmittel dabei. Und dann gibt es hier noch die Ladestation. Hier wird im Grunde der Roboterstaubsauger dann aufgeladen. Ich hole den auch mal kurz hier raus. Ja, das wäre jetzt praktisch die Ladestation. Auch die ist kompakt. Wir haben hier die Ladefüßchen drin. Und da können wir schon sehen, da wird er praktisch aufgeladen. Wir haben hier nochmal den Stromanschluss, mit dem man praktisch hier die Ladestation mit dem normalen Hausnetz bzw. mit der Steckdose verbinden kann. Ja, so jetzt würde ich sagen, räumen wir das mal kurz weg. Jetzt schauen wir uns mal kurz hier den Roboterstaubsauger an. Dazu werde ich jetzt erstmal den kurz ein bisschen befreien von all diesen Plastik hier. Und so sieht er dann praktisch jetzt auch hier aus. Also gehen wir mal kurz hier nochmal durch. Wir haben hier also oben praktisch die Möglichkeit, einfach an- und auszuschalten. Wir haben hier nochmal das Logo dran. Dann haben wir solche seitlichen Bumper, die reagieren natürlich hier auf Stoß. Ich gehe mal kurz nach vorne. Da könnt ihr schon sehen, wir haben also hier dann nochmal die Infraroteinheit. Wir haben dann hier nochmal ein schönes Gummi, damit auch hier praktisch keine Möbel beschädigt werden. Sieht soweit eigentlich auch sehr gut aus.
Ja, seitlich haben wir dann nochmal was, da müssen wir eine Schutzfolie noch wegmachen, werden wir nachher dann auch noch machen. Wir haben hier praktisch den Luftauslass, beziehungsweise hier ist der Luftauslass, da kommt praktisch die Luft raus. Wir drehen das Ganze mal so um und da könnt ihr schon sehen, so sieht das Ganze hier aus. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, einfach hier den Staubbehälter rauszumachen. Und das wäre jetzt praktisch der Staubbehälter, da kann man zum einen mal hier den Filter tauschen. Macht er ganz einfach raus. Da ist praktisch hier so ein HEPA-Filter mit drin. Der hat noch so einen Schaumstoff dran, der praktisch nochmal hier doppelte Saugleistung garantiert. Drehen wir es mal kurz um und den könnt ihr ganz einfach so aufmachen zum Reinigen. Und da könnt ihr schon sehen, da ist auch hier ordentlich viel Platz drin. Da passt also auch einiges rein. Und so sieht praktisch das gute Stück von hinten aus. Wir haben also hier die Gummirollen dran. Die sind natürlich auch hier schön gelagert. Haben hier wirklich eine schöne Federung. Wir haben praktisch hier mal die seitlichen Bürsten dran. Hier oben nochmal das Rad, das natürlich auch hier rotiert. Und natürlich haben wir dann hier die Saugeinheit dran. Die können wir jetzt ebenfalls mal rausnehmen. So sieht praktisch hier die Bürste aus. Wir haben zum einen also praktisch solche Gummis und zum anderen praktisch hier normale Bürsten dran. Kann also hier den Roboterstaubsauger auch sehr gut auf dem flachen Boden, auf dem Glattboden sehr gut einsetzen, wo er praktisch auch hier sein Können unter Beweis stellt. So, machen wir mal wieder rein hier. Und dann gibt es auch hier nochmal natürlich nochmal die ganzen technischen Daten, die nochmal hier einiges zeigen, was der Roboterstaubsauger so alles kann. Ja, liebe Staubsaugerfreunde, kommen wir jetzt also abschließend zu meinem kleinen Fazit zum ersten Teil, zum Vectidy T6 Roboterstaubsauger. Und es fällt dir schon mal sehr gut aus. Wir haben ein reichhaltiges Set dabei mit einer Fernbedienung, mit einer Ladestation. Wir haben einen guten Roboterstaubsauger, der auch hier wirklich einen sehr hochwertigen Eindruck macht. Der sieht ganz schön robust aus und der ist natürlich auch hier wirklich schön flach. Sprich, der kommt auch hier unter zahlreiche Möbel drunter. Wir haben eine deutsche Anleitung und natürlich nochmal ein bisschen Wartungswerkzeug und auch hier einen zweiten HEPA-Filter und ebenfalls nochmal separate Ersatzbürsten. Also ein Komplettset für knapp 100 Euro. Ich denke mal, da macht ihr nichts falsch. Und ich bin hier wirklich sehr zufrieden, was den ersten Eindruck angeht. Ich werde euch den Roboterstaubsauger selbstverständlich auch mal hier in der Videobeschreibung unten mit rein verlinken. Schaut, ob man reinklickt, schaut mal den Link an und dann kommt ihr direkt auf die Produktseite. So, das soll es nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns gleich im zweiten Teil, im eigentlichen Praxistest, wo wir den Roboterstaubsauger auch selbstverständlich mal hier betreiben werden und mal hier ein paar Testszenarien durchgehen und uns mal zum Schluss auch das Reinigungsergebnis uns anschauen.